Liebe Experimentierfreunde, heute zeige ich euch, wie man sich selbst eine Filteranlage baut. Dazu braucht man Kies, Sand, einen Schwamm, diesen habe ich in kleine Würfel geschnitten, ein Glas, vier Blumentöpfe, die auf dem Boden Löcher haben, Dreckwasser, eine Mullbinde, einen Messbecher oder ein anderes großes durchsichtiges Gefäß und einen Kaffeefilter. Zuerst gibt man in einen Blumentopf eine Mullbinde auf den Boden. Darauf kommt im ersten Becher der Kies. Der Blumentopf sollte aber nicht zur Gänze gefüllt sein. In den zweiten Blumentopf kommt wieder eine Mullbinde auf den Boden. Und diesmal kommt der Sand drauf. In den dritten Becher kommt der Schwamm hinein. Und in den vierten der Kaffeefilter. Wenn man das gemacht hat, sollte man die Blumentöpfe aufeinander stapeln. Ganz unten kommt der Blumentopf mit dem Filter. Darauf der mit den Schwämmen, dann der mit dem Sand und zum Schluss der mit dem Kies. Nun stellt man die Blumentöpfe in das große Gefäß. Hat man das gemacht, leert man das Dreckwasser langsam in den Blumentopf hinein. Dann kann man beobachten, wie das Wasser durch die Blumentöpfe rinnt und in das Gefäß hineinläuft. Das kann jedoch ein wenig dauern, bis das ganze Wasser darin ist. Wenn das ganze Wasser in den Behälter geronnen ist, kann man diese entfernen. Dann leert man das Wasser in das Glas. Man kann sehen, dass keine großen Schmutzteilchen mehr im Wasser enthalten sind. Aber warum ist das so? Je nachdem, welche Größe die Schmutzteilchen haben, werden sie in den verschiedenen Schichten zurückgehalten. Der Schwamm ist porös und von Millionen feinen Kanälen durchzogen. Das Wasser sucht sich einen Weg durch, bis es schließlich im großen Behälter ist. Ein kleiner Teil der Stoffe, welche das Wasser trüb färben, bleibt in den Kanälen hängen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und viel Spaß
beim Nachmachen.